Oh Gott. Ach, jetzt kommen wir hier durch. Oh mein Gott, ich hab Angst. Boah, wie riesig ist denn das hier bitte? Wer hat das denn gebaut? Das, das ist doch nicht von nie im Leben von Menschenhand gebaut, oder? Okay, ich verstehe. Ich sehe, worauf das hinausläuft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lauf in mein Leben, lauf in mein Leben. Lauf doch. Alter, nein, 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 aua, nein. Fick dich, ich war auf der Leiter, fick dich. Alter, was? What the fuck, hab ich mich jetzt erschrocken? What the fuck, Alter. Mach doch nicht sofort mit mir, ich bin nur total jung. Jung geblieben. Alter, uah. Warte mal, da muss ich ja gar nicht lang. Wo muss ich denn lang? Bin ich jetzt schon die... Ach, ich bin jetzt schon die Leiter hochgeklettert. Ach so, okay. Wo muss ich denn hin jetzt? Hä? Ach so, das ist jetzt schon alles passiert. Ach so, okay. Ah, das ist ja ein cooler Speicherpunkt. Alter. Boah, mein Herz. Ich hab gedacht, ich marschiere einfach mal spontan hier durch. Lalala, ne? Von wegen. Okay, hier müssen wir auch das Rädchen drehen. Sieht so, zumindest danach aus. Aber wir müssen hier auch die Zahnräder hinzufügen. Hier ist auch noch eins. Das kenne ich noch vom ersten Teil. Da war das auch. Ich glaube, jetzt dürfte es aber gehen, ne? Ja. Yeah. So. Das Problem ist jetzt, was wir jetzt haben. Ich glaube, wir müssen jetzt auch ins Wasser gleich. Wo geht's denn hier lang? Ich weiß gar nicht, ob ich richtig laufe. Wo sind wir denn hier? Also da werde ich bestimmt nicht runtergehen. Oder? Ja, komm, egal. Das Problem ist, wir... Nein, da kommen wir nicht wieder rauf. Die Leiter endet irgendwie ab der Hälfte. Und da werde ich bestimmt nicht runtergehen. Nein, 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 nein. Denk nicht mal dran. Nein, ich gehe da nicht runter. Nein. Ich mach das nicht. Nein, für kein Geld der Welt. Lies mal eben das Tagebucheintrag. Die Überschwemmung ist beseitigt. Ich habe mich durchgesetzt. Der Saboteur ist geschlagen. Mein Herz pocht und die Begeisterung auch. Wenn sich mir alles dreht und ich die, was? Fiebere Erweiterung erschauere. Diese Maschine nun in unmittelbarer bevorstehender Wiedergeburt spüren. Um mich herum hämmern. Die letzte Abstieg lockt mich wie Lilly. Okay. Aber wie komme ich jetzt weiter? Kann ich einfach durchrennen hier? Nein, kann ich nicht. Nein, ich sterbe hier, okay. Aber wo muss ich denn hin? Kann ich es einfach hinabgehen? Nein, kann ich nicht, okay. Oder muss ich da hinabsteigen jetzt vielleicht? Kann das sein? Weil zurück komme ich nicht mehr. Boah, ist ja gar nicht laut. Überhaupt nicht. Ach komm, scheiß was drauf, was soll passieren? Toll.
Und jetzt? Ach, kann ich Objekte werfen? Ach so, okay. Da ist ja mal gar nichts. Ich dachte, da wäre irgendwas, aber... Aber wie komme ich denn jetzt weiter? Das ist doch eine Falle gewesen. Aber die Frage ist jetzt, wie komme ich weiter? Oder wo muss ich lang? Ich guck mal hier oben. Alter, es ist laut. Hier scheint eine Tür zu sein, aber die kriege ich nicht offen. Kann ich einfach hier runterspringen? Nee, geht nicht. Hier komme ich nicht durch, okay. Kann ich einfach hier runterspringen? Nein. Nein, geht nicht, okay. Es muss eine andere Lösung geben. Die Frage ist nur, welche. Ist ja mal gar nicht laut. Ich verstehe den Chat auch gar nicht, weil es so laut ist. Vielleicht geht's doch hier oben weiter. Hier ist eine Tür, aber die ist zu. Hier kann ich nicht mehr drehen, oder? Oder kann ich hier... Es passiert nur nichts. Tja, ich bin überfragt ein bisschen. Oh, ist das laut! Alter! Savvy Rocket, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Aua! Gibt's hier einen Knopf oder so? Okay, das ist echt nur eine Falle. Also kein Weiterkommen. Ich hab's nochmal überprüft. Hätte ja gut sein können. Aber... Wo geht's jetzt weiter? Ich schau nochmal eben im Tagebuch, was da stand. Eine Überschwemmung ist beseitigt. Ich habe mich durchgesetzt. Der Saboteur ist geschlagen. Mein Herz... Pocht, der Wegerbote in Hämmert. Was? I don't know what you're saying. I'm sorry. No problem. My English is not very good. And my German is not much better. Welcome to the Let's Play Live Show, to my stream. I hope you understand me. My English is not well. And welcome. The game is very loud. The game is very, very loud. And I don't know what I'm doing here. Ah, hier. Boring. Ich bin so doof. Natürlich die Leiter. Ich bin so schlau. Ja.
Warte mal, wie war das nochmal? So, ne? No, your English is very good. Don't worry about it. I'm sure your German is much better than mine. My German is not much better. So. My German is not the yellow from the egg. So. What's going on? Oh, it's a door. Oh yeah. So, dann gehen wir mal. Die tanzenden Kinder, the dancing childs. Sie zogen das Kind aus dem Drescher, oder zumindest das, was davon übrig war. Es gibt noch mehr davon, sagte der Vorbereiter und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. Okay. Oh mein Gott. Boah, was ein Stress dieses Spiel. Das ist purer Stress. Gespannt, was da, wann kam denn dieser bescheuerte Raum? Ich glaube, das war sogar das große Finale. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sogar sein, dass es ziemlich zum Schluss kam. Wo kommen wir denn jetzt schon wieder hin? Oh Gott. Hello, I'm here and you. Wow. Oh, guck mal. Harry Potter. Yeah, you. Oh. Immer diese schmalen Gänge hier. Und ein Zettel. Was haben wir hier? Ah, 15. März 1899. Habe mich krank und durch Schwitz auf meinem Bett zusammengerollt. Sie reinigen das Zimmer über mir, aber ich kann nur ihre Stimme aus diesem unfassbaren, liebenswürdigen Stein hören. Er singt mir vor und ich träume von einer großen Maschine. Auf den Ruinen der alten Welt werden wir eine neue bauen. Wir werden Blumen in den verfallenen Brustkorb pflanzen. Sie werden wachsen und verschwinden, dass der Himmel herunterfällt. Ich erinnere mich, wie er mir zuflüsterte, als wir uns krank und würgend hin und her rollten. Und ich erinnere mich, als wir in Southampton an Land gingen und wie wir beide weiterhin, denn es war exakt dieselbe Schändung, vor denen wir vorgesungen hatte. Und dann kamen wir nach London und ich setzte ihn auf einen der Kaminsims und dann ging ich ins Haus, versammelte die Diener und machte mich daran, sie neu zu gestalten. Und dann ging ich in den Garten und begrub diesen winzigen, zerschmetterten Schädel unter den klagenden Büschen der Rudolen. Was? Der Rudolen drehenden. Okay, was? Warte. So. Hallo? Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben singen die Sterne und unten singen wir. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Laterne, Laterne, Scheiße über Herne. Stopp! Kein Zugang für autorisierte Personen. Die Verwaltung. Hallo! Oh Gott. Ich gehe mal rechts lang. Das ist unser mysteriöser Freund, der spricht mit uns. Ich hoffe, wir werden auf den treffen. Also ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ende nochmal war. To
das alles erschaffen? Hat er das echt gesagt gerade? Elfter Stock, Weltraumforschung. Entschuldigung. So. Ach du heiliger Strohsack. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Also kam der Raum doch später. Oh, guck mal, da oben die Abschusskapsel. Oder was auch immer das ist. Aber wie haben das erschaffen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Womit? Mit unseren bloßen Händen oder was? Hallo? Aha. And they feel no pain. The process is completely humane. Humane, Professor? That we judge the acceptable level of suffering by the human condition? Ask the beggar, Professor. Ask the orphan. Ask the whore. Ask the starving, Professor. The weak, the sick, the filthy. Ask them to define your humane. Schrei doch nicht so. Okay, da war ein Schalter, wir müssen die irgendwie betätigen. Also die Leiterindustrie lief echt super zu dem Zeitpunkt. Muss man ja mal sagen. Und noch eine Leiter, ja natürlich. Ladder. Makes me better. Ladder makes me better. Gefahr, Verbindung X. Höchst entzündlich. Höchst ätzend, höchst giftig. Kann ich das zum... Ah, ich verstehe. Kann ich das zumachen? Oder? Ach nee, doch nicht. Hä? Oh, Alter, spring doch nicht da rein, bist du doof? Ach, ich muss die alle offen machen und dann die Stäbe alle da reinführen. Er ist ganz schön mutig, ne, hier so radioaktiv einfach hier lang zu laufen. Lalala. Och, mich kann das ja gar nichts. Ich bin ja eh schon tot. Ah, wir müssen jetzt alle aktivieren. Oh Gott. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Okay. Ich hoffe, das war richtig, die eine Klappe einfach nur zu öffnen und dann jetzt halt als nächstes, müssen wir dann quasi einfach nur die Brennstäbe da einführen. Halt einführen gesagt, einfach so. Und, quasi nur die Knöpfe betätigen. Meine Knöpfe da spielen. Also ich vermute mal, dass es richtig ist. Ich bin mir da nicht sicher. Schauen wir mal. Also warte mal, machen wir mal zwei. Nee, da, zwei. Hallo? Geht nicht, warum nicht? Drei vielleicht an auch noch, geht das? Sechs. Aha. Und acht noch. Ja, acht vielleicht auch noch. Und jetzt? War es das jetzt? Oder? Hallo, ich bin hier! Ich kann sonst nichts mehr machen. Muss ich jetzt wieder dahin oder wie ist das? Oder? Ich gehe nochmal eben zurück. War auf jeden Fall anscheinend richtig.
Vielleicht müssen wir in anderen Räumen irgendwie auch noch was machen. Ja, ich beeil mich ja schon, mach keinen Stress. Okay. And set the future upon the path to redemption! Where are my children? You promised me my children! My time is come, Morphling! Morphling! Boys. Boys. I'm sorry. I'm so sorry. Mendus, Saboteur. Nach meiner Rückkehr von Mexiko schockierte mich der Schmutzlonnons von neuem. Das Elend, der Pesthauch, der Verfall. Wir sollten das tote Fleisch herausschneiden und diese Wunde von neuem heilen lassen. Ich hab gedacht, es wäre schon vorbei. And emerging, I raised my head to an uncaring sun, and I cursed this world of pain and despair. This civilization built on the ricketed bones of the unfortunate, on the greed and swell of mammon and empire. Cradling a stone egg in my jacket, I kissed my children farewell, and I crawled my way home. Dezember 1899. Kann sich ein Mann neu gestalten, sich selbst bis auf die Grundmauer niederreißen und neu anfangen, nachdem er sich vergegenwärtigt hat? Wer es ist, zu was er geworden ist, sind das unsere Seelen? Ein Haufen winziger Zahnräder und Uhrwerke, komplexe Maschinen, die in einem Zweck dienen, den wir nach gründlicher Überlegung ändern können? Kann ein Mann definiert durch eine Handlung definiert durch das, was er nun abstoßen findet, sich zur Sabotage seines Körpers, seiner Maschine aufmachen, bis diese Kinder seiner Seele sich von neuem bewegen? Und kann er mit Hoffnung im Herzen an einer neuen Sonne, in einem neuen Jahr, an einem neuen Jahrhundert aufwachen? All dieses frage ich mich, als meine Hände nach den freiliegenden Drähten greifen. Kann eine Kreatur wie ich Wiedergutmachung leisten? Und falls nicht, so wäre der Tod unten meinen Schöpfungen gewiss besser als ein Leben als Monster.
Snox Geeks, ich grüße dich, willkommen zu Let's Play Live Show. Hallöchen, schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zum Live-LP von Amnesia.